und herzlich willkommen bei The Spine Specialist zu einem weiteren YouTube-Video. Ich freue mich heute sehr, dass wir ein ganz anderes Thema beschreiben. Wir haben den weiten Weg nach Lyon auf uns genommen und haben heute die Gelegenheit, bei der Firma Saif Orthopedics vorbeizuschauen. Im Hintergrund seht ihr schon das Logo. Neben mir steht Pierre de Michel, der CEO der Firma. Und Pierre hat uns die Möglichkeit gegeben, einmal die Produktion des Schraubenstabsystems darzustellen. Das heißt, wir werden jeden einzelnen Schritt jetzt einmal durchlaufen. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Pierre, thank you very much for this opportunity. Thank you very much. I'm very happy to be here. Yeah. What do you think about it? It's a pleasure for me to have our surgeon in this factory. You will see exactly how we can produce an implant, how we can produce a ready-to-use instrument set. And I'm very happy to show how we do that and answer to all your questions. So welcome in Lyon and have a good visit. Thank you. Ja, wie Pierre gerade sagte, wir haben die Gelegenheit, uns einmal die Produktion anzuschauen und sind natürlich sehr froh, dass gerade der CEO das macht und uns letztendlich die einzelnen Steps zeigen wird. Von daher viel Spaß dabei. Denkt daran zu abonnieren, darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und jetzt werden wir in das Gebäude gehen und wir fangen an. Es freut mich sehr, hier zu sein. Wir haben gerade die Firma betreten, werden jetzt hier durch die heiligen Hallen gehen und uns das Ganze in der Produktion anschauen. Ja. Pierre ist sozusagen einmal der Moderator, wird uns jetzt einmal durch die einzelnen Steps führen. Pierre. Yeah. Where do we start? Yeah. So we start here. So here we are on the part of the factory where we receive the raw materials, where we machine the implant, where we inspect. So the first step is just take care because you know there is some corn on the ground. Okay. So this is the first step. So as I explained, we have two factories, one in France and one in Tunisia. Yeah. This factory in France is dedicated to high volume implants. So all the screws of Saif Orthopedics, the rod and the cage are made here. So we start from raw material. Wie Pierre gerade sagte, sind wir jetzt gerade hier in einem Bereich, wo das Rohmaterial angeführt wird und er wird uns jetzt anhand des Materials zeigen, wie eine Schraubenproduktion beginnt. Das heißt, wir fangen jetzt mal mit dem Rolling an. So, when we made a physical system, we start from, titanium raw material like this. So, this machine is, let's say, a total automatized machine, so we put the raw materials. And then the machine will produce the different implants. So I'm sure you know that this is, for example, this one. So you recognize this is the extended screws of Saif Orthopedics. So the raw materials is moving into the machine, and then the machine is delivering this shape. Okay, here, just a moment. Das Rohmaterial, wir haben hier sozusagen den Titanstab. Alles fängt mit diesem Titanstab an. Der Titanstab wird in diesem Gerät eingebracht und wird dann letztendlich über ein Fräsverfahren weitergeführt. Wir sehen hier eine Tulpe, die letztendlich aus diesem Rohmaterial herausgefräst wird. Ja, hier, continue please. Ja. So, this is so the machine here is open, but you can see the whole. Here the machine is burning, so you can see that the raw materials is coming into this part. There is a lot of oil in order to, you know, to keep a certain level of temperature. And you can see the different machine to lean. And in fact, you turn the raw materials and there is a tools coming and removing the materials from the rolls. Yeah. Also während das Rohmaterial eingebracht wird, wird das letztendlich unter hohem Druck und unter Ölkühlung produziert. Heißt also, der Rohling wird rotiert und während der Rotation wird das Werkzeug eingebracht, um letztendlich dann das eigentliche Produkt herzustellen. Letztendlich eine CAD-gefräste Technik. Ja, Pierre, thank you. Ja. So we have four machines like this, dedicated to machining of titanium. We have around 10 machines like this in Tunisia, and in Tunisia we have other type of machine to do different type of things. Yeah. Here is really big volume of pedicle screw, rods and blah blah. Wie ihr sehen könnt, sind vier Maschinen, die identisch sind und letztendlich die Rohlinge verarbeiten. Here, can you tell me something about how many pieces a second, a minute or an hour? Yeah. So the pedicle screw head,
you saw a few minutes ago, we need around 10 minutes just to machine the head. So we're talking about 5 to 6 pieces per hour. Yeah. So this is why we have a lot of machine and we work 24 hours per day. Okay. Also diesen Rohling, den wir gerade gesehen haben, das fertig gefräste Stück von dieser Tulpe, etwa 10 Minuten pro Stück, sodass er 5 bis 6 pro Stunde schafft und die Maschine natürlich 24 Stunden am Tag produzieren. So this is the first step. So after the machining, the first step is the second step is the inspection. Yeah. We will check that all the dimensions of the screws are conformed and we can continue the process. So ganz kurz. Nachdem diese Rohlinge hergestellt wurden, ist es letztendlich so, dass natürlich dann hinter eine Inspektion stattfindet. Das heißt, es wird natürlich die Qualität kontrolliert. Yeah, just a question. Is it an inspection by your eye? Do you use any machines to inspect it? How does it work? So when you are in front of the machine, of course, there is a visual inspection first, but you can see some tables close to the machine. So they are also inspecting some dimension of the implant. So this is what we can say, basic visual inspection plus basic measurement. But after that, we have the second step where we inspect everything of the implant. Also im ersten Schritt ist es so, dass natürlich die Inspektion stattfindet, insofern als dass man sagt, es findet eine visuelle Inspektion statt. Der Rohling wird untersucht, er wird letztendlich auch, wie man da unten sehen kann, auch unter der Lupe untersucht und wir haben Messinstrumente, die dazu führen, dass man stichprobenartig sozusagen die Qualitätsstandards einhält. Ja, was fällt dir auf? Sag ruhig. Ja, was fällt mir auf? Der Boden ist ähnlich. Ja, man muss ein bisschen aufpassen, was klar ist. Ja. Es wird sehr viel Öl hier offensichtlich verarbeitet oder benutzt, sodass man hier so ein bisschen ein kleines Schlitzschuhgefühl hat. Ja, aber here, as I say, we will inspect all the implants. So we have different type of machine. So this is, for example, an inspection by camera. Mm-hmm. So we will put one implant on this machine. The machine will make like pictures and will calculate all the dimension in order to statue at the end, if it's okay or not okay. Okay. So this is that. Just a short one. Es wird unter anderem auch eine Kamera benutzt, die letztendlich die Qualität nochmal detailliert darstellt. Was man hier sieht, ist, dass eine Kamera letztendlich das eigentliche Implantat misst und die Messparameter dann dargestellt werden. Solange alles okay angezeigt wird, ist dementsprechend die Qualität intakt. Sollte das nicht so sein, wird anhand dessen natürlich das Ganze ausgesiebt. Ja, yeah, so this is really, let's say, automatized inspection tools, but we also traditional inspection tools. Yeah. So we have, as I say, two type of inspection. Inspection during the manufacturing or let's say release at the end of the manufacturing. Yeah. So today we don't have release at the end, so it's more, let's say, during manufacturing inspections. Yeah. Also man sieht, dass diese Qualitätsstandards respektive die Kontrollmechanismen ja nicht nur einseitig gemacht werden. Das heißt also, nach gewissen Steps ist es so, dass man Kontrollen durchführt, visuelle Kontrollen, aber natürlich auch Maschinen unterstützt. Und diese Prozesse werden natürlich mehrfach durchlaufen, damit man den möglichst höchsten Standard, Qualitätsstandard herstellt und das natürlich ein Top-Produkt am Ende darstellt. Ja. So this is inspection after the machining. And then I will show you how we move from, let's say, raw machining parts to finished implants. Okay, just a question. What do they do? Well, I think here they are making the visual inspections. I'm sorry for interrupting you. But so it's Dr. Igo coming from Germany, user of Safe Orthopedics, and we are making small movies about how we produce implants, how we inspect implants, how we produce the kits. I will translate in French. Yeah, just asking you whether they're fine with the video. If not, we will not do it. But okay, no, it's fine. There is no question. So this is the set screw of the set screw. Mm-hmm. Donc en fait, c'est Dr. Igo qui est un chirurgien en fait allemand qui travaille avec nous et qui vient en fait pour qui fait beaucoup de petits films sur en fait l'utilisation des produits Safe Ortho ou opératoire, la logistique dans les hôpitaux. L'hôpital et qui en fait voulait faire aussi un reportage, une explication de qu'est-ce qui se passe avant l'hôpital, comment on fait des implants, comment on fait des kits Safe Ortho, et donc on fait des petits, des petites vidéos, des petites interviews.
I cannot control it in Java, I'm sorry. That's okay. So this is ear visual inspection. So we machine, we check by sampling in a different dimension or other dimension, but at the end we always have, you know, a visual inspection 100% of the implants. So I can say 100% means every single? Yes. Or just a few of each touch? Visual inspection at the end is 100% of the implants. Also, um das zusammenzufassen. Fasziniert mich gerade ein bisschen, weil ich gedacht habe, man wird stichprobenartig so ein bisschen wie die einzelnen Chargen kontrollieren. Nein, es ist eine 100% Kontrolle. Heißt also, jedes einzelne Implantat wird visuell kontrolliert. Mehrfach kontrolliert. Heißt also, höchste Qualitätsstandards werden natürlich ja eingehalten, was natürlich auch für den Patienten am Ende letztendlich nur positiv sein kann, weil man sagen kann, dass das für ihn produzierte und später implantierte Produkt mehrfach durch Kontrollen gelaufen ist. Ja. Thank you. We can clearly say that one implant is 100% inspected. Yeah. If you consider all the steps of the machining, inspection, finishing, inspection, laser marking, inspection, we can really say that all implants are 100% inspected. Yeah. Ja, wiederholt nochmal, dass wir dass die Kontrollen mehrfach durchgeführt werden, und zwar so, dass wir am Ende eine 100% Leistung haben für jedes produzierte Implantat, für jeden Bauteil, für jeden Schritt. So, when we talk about finishing, there is three main steps. The first step is we need to be sure that after the machining, we have removed all the metal or titanium chip. Yeah. Because you can imagine that if there is one part that can be detached, blood, that of the patient. So this first step is the head, the set screw are put into this box, okay? And we will put some materials like this. Okay. So that's fine. And in fact, you put the implant and you put these materials, and the machine will create during 30 minutes, yeah, you know, like a debris, yeah, of the titanium parts. Was hier passiert ist Folgendes, nach der Schraubenproduktion passiert Folgendes, dass dann etwas Metallstaub noch an den Schrauben lastet, und um diesen Metallstaub oder die übrig gebliebene Metallspäne loszuwerden, wird Folgendes gemacht, dass man hier in diesen Maschinen nach eingesetzten Schrauben im Prinzip eine Art Sandstrahl benutzt, das heißt durch Zirkulation mit entsprechenden Abriebmaterialien wird dafür gesorgt, dass dieser Metallstaub hinterher verschwindet. Ja. So this is the first step, and the second step is finishing. But in order to change the aspect of the implant, we want to have. So this is a sandblasting machine. Okay. So you can put your hand here, and you can have, you know, some implants, and with the gun. You can change the surface of the material. Just take every single screw and so use it. So here we are in France when we talk about implants. So we put the implants in this box and it's automatized. But for example, in Tunisia we have the same machine, and we have to do that for the cannulated driver. We have one person, one piece, and you do it manually. Also, hier nochmal, ne, vorher gab es eine gröbere Reinigung, jetzt gehen wir hier nochmal in die detaillierte, feinere Reinigung. Das ist ein klassisches Sandstrahlgerät. Das ist also, die eingebrachten Schrauben werden hier durch den Sandstrahl gereinigt. Er hat gerade erklärt, dass es hier so ist, dass die Maschine automatisiert ist, aber beispielsweise in der Tochterfabrik in Tunesien wird das noch Hand bei Hand gemacht. Das heißt, jedes einzelne Stück wird letztendlich von Hand gesandstrahlt. Und damit eben auch die Reinigung der entsprechenden Quartale gewährleistet. Ja. Das ist spannend. Das ist unfassbar. Ja. Yeah. So, and it's the last step of implant finishing is we know that we need to deliver implant, but we also need to deliver traceability. So on each implant we will laser mark serial number or lot numbers with this kind of machine. So here we have no implant to mark, but we put the implant on this kind of parts, and then as you can see here there is a laser coming, and mm-hmm. you will mark, you know, the low number of the implants. So I can show you some example. Yep.
Also ganz nett, in diesem Schritt ist folgendes zu erkennen, dass natürlich die Implantate hinterher nochmal mit einem Laser markiert werden. Das heißt, man hat letztendlich in der End-Finishing-Kontrolle sozusagen dann die Möglichkeit, dass man das endkontrollierte Stück mit einem Laser markiert, Seriennummer, Logo etc. werden hier eingebracht. Pierre ist gerade dabei, uns ein Beispiel zu zeigen. So, as for example, this is, you know, the laser mark we can do with the new logo of SAFE. So here we have the logo and we have the reference and we can put everything we want, or that could be also some laser mark like this. Mm-hmm. Okay, this is made by this type of machine. Yeah. Just to get you, it's around, in order to make the laser marking of one head like this is around 1 minute per implant. Also, hier sieht man das eingebrachte Laser Branding. Ja, so hier sieht man das Logo eingebracht. Hier oben drüber eine Referenznummer. 1 Minute pro Implantat, um diese Laser Markierung anzubringen. So here we are, let's say we are at the end of the manufacturing, let's say just the implant. Now I will show you how from the implant we move to the ready-to-use kits. Okay, also die Implantate haben wir jetzt virtuell hergestellt sozusagen und die Kontrollen sind durchgeführt worden und wir haben das Ganze jetzt lasermarkiert und jetzt geht es zum eigentlichen Kit, sprich wie werden die Schrauben jetzt letztendlich zusammengeführt und als Set verpackt, wenn man so will. Und das schauen wir uns jetzt an. Next to you, only wake up if I'm next to you. You extra tool, I still slide with some extra tool. X and O's, trying to stay on my P's and Q's. Need my boo, when I get lost, you gon' see me through. Pedestal, I put you on a pedestal. Edible, I need you like my vegetables. My pocket's fatter, my pocket's fatter. It don't really matter, it don't really matter. My pocket's fatter, my